Die Idee zum Aufbau eines Güstrower Bildungshauses hatten 2006 ehemalige Mitarbeiter des IB in der Barlachstadt. Zu dieser Zeit zog sich der Internationale Bund als Bildungsträger bei Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Region zunehmend zurück. Am 1. Juli 2007 konnte das Güstrower Bildungshaus nach dem Erhalt der notwendigen Zertifizierung starten. Ganze 4 Mitarbeiter gab es am Anfang. In den 10 Jahren ist der etwas andere Bildungsträger enorm gewachsen. Neben der Hauptstelle Güstrow gibt es Dependancen in Gneuen, Teterow, Rostock, Sternberg und Kriewitz. Die Zahl der Mitarbeiter ist auf 32 gestiegen, die über 400 Teilnehmer an Maßnahmen betreuen. 2 Jahre ist das Güstrower Bildungshaus inzwischen in der Immobilie des ehemaligen VEB-Kombinat Tierische Rohstoffe im Heideweg ansässig. Zu sehen ist das schon an dem farbenfreudig gestalteten Anwesen. Die Güstrower, die dieses Gebäude kennen, sehen mittlerweile, was hier passiert. Und die 2 Jahre haben wir intensiv genutzt. Am Ende geht es ja nicht um dieses Haus, sondern um die Teilnehmer. Die Teilnehmer haben in diesem Haus die Möglichkeit, sich selber etwas zu schaffen. Nicht nur das Haus, sondern auch die Möglichkeit, sich hier Wohnraum zu schaffen, hier zu wohnen, aus ihren jetzigen Verhältnissen vollständig rauszukommen, einen Schulabschluss zu Ende zu machen und sich von uns Hilfe zu geben lassen in allen Problemen rund um das Leben, einschließlich einer Freizeitbetreuung. Begonnen wurde mit dem Aufbau von Küche und Kantine. Danach richteten sich Mitarbeiter und Teilnehmer einer Holzwerkstatt ein. Schritt für Schritt geht es nun darum, das äußere Erscheinungsbild zu verbessern. Da werden Außenanlagen geschaffen, marode Strukturen abgerissen und neue Fassaden gestaltet. Auf der Straßenseite werden die markanten Tore der tierischen Rohstoffe nachempfunden. Geschäftsführer Jens Lahl bescheinigt den Teilnehmern und dabei besonders den Asylbewerbern, sehr gute Arbeit zu leisten. Aber wer sind eigentlich die Teilnehmer? Hauptsächlich sind das Jugendliche aus dem U25-Bereich, die aus dem Jobcenter kommen, also Hartz-IV-Empfänger. Und 90% von denen kommen aus Verhältnissen, in denen auch die Eltern oder das soziale Umfeld aus dem Hartz-IV-Bereich kommt. Es sind auch andere Teilnehmer bei uns, es sind vor allen Dingen auch im Augenblick Syrer oder Flüchtlinge bei uns. Und auch mit denen arbeiten wir in der Form, die sonst bei Deutschkursen nicht passiert. Wir zeigen ihnen, wie in Deutschland gearbeitet wird und wir arbeiten gemeinsam mit ihnen, sodass wir auch ein bisschen diesen gesellschaftlichen Druck oder diesen sozialen Druck, den es in den Unterschieden gibt oder in dem Neid gibt, aus dieser ganzen Geschichte rausnehmen und gucken, dass wir mit denen gemeinsam arbeiten. Ziel von Aktivierungsmaßnahmen ist es, die Teilnehmer zu motivieren, etwa um den Hauptschulabschluss nachzuholen und eine Lehre zu beginnen. Das ist sogar in geringem Umfang im Güstrower Bildungshaus möglich, da dort die Voraussetzungen für einen Ausbildungsbetrieb gegeben sind. Von Anfang an war den Mitarbeitern des Bildungshauses klar, dass besondere Wege eingeschlagen werden müssen, um die jungen Leute zu erreichen. Den Ansatz, den wir haben, ist natürlich, wenn bisher in dem Leben dieser Teilnehmer, dieser jungen Leute was schiefgelaufen ist, dann müssen wir uns das gesamte Leben angucken und auch gucken, wo sind die Ursachen, und die Ursachen sind meist im sozialen Bereich. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir mit den Teilnehmern lange arbeiten, tiefgründig arbeiten und komplett ihr soziales Umfeld verändern, ihnen zeigen, dass Arbeit auch Spaß machen kann, sie motivieren dazu, irgendwann einen Schulabschluss nachzumachen, die Ausbildung zu machen oder in Arbeit zu gehen, so dass wir als Ansatz nicht verfolgen, mit den Teilnehmern 4, 6, 8 Wochen zu arbeiten und irgendeine Ausschreibung abzuarbeiten, sondern wirklich zu versuchen, grundsätzlich an dem Leben, an der Lebenseinstellung und auch an der Zukunftsplanung dieser Teilnehmer etwas zu verändern. Und das unterscheidet uns von den meisten anderen Bildungsträgern, die es noch in Güstrow gibt. Dazu gehört der Aufbau eines umfangreichen Freizeitangebotes. So begannen die Teilnehmer in der Projektwerkstatt Zukunft Kanus und Wikingerboote zu bauen und diese in der Freizeit auf den Seen der Region zu nutzen. Es bestehen die Angebote, Tischtennis, Dart und Volleyball zu spielen oder nach Feierabend eigene Möbel zu tischlern. Sogar einige Wohnungen werden für Teilnehmer in dem Objekt eingerichtet. Wer will, kann sich im Garten oder bei der Kleintierhaltung engagieren. Nach und nach verändert sich das Bild der ehemaligen tierischen Rohstoffe. Auch für die Anwohner wird es bald ein Angebot geben. Zurzeit betreibt das Güstrower Bildungshaus die Gaststätte Zum Tannenhof in der Neukuger Straße. Das Mietverhältnis für dieses Objekt endet zum 31. Juli. Noch in diesem Jahr soll dafür im Güstrower Bildungshaus eine öffentliche Gaststätte geschaffen werden. Die Mitarbeiter und Teilnehmer arbeiten emsig an diesem Ziel und suchen schon einen Namen für die Lokalität. Heidehof wäre vielleicht ein Vorschlag.